was er mir da versprochen hat, da konnte ich ja nur der Operation zustimmen. Das wäre eine hundertprozentige Verbesserung meines Lebens gewesen. Ne? Mit dieser Prothese hätte man diese Beinlängendifferenz überhaupt nicht ausgleichen können. Man hat ihm kurz gesagt eine Operation angedreht. Ob wirtschaftliche Gründe im Hintergrund sind, das ist eine reine Vermutung. Davon gehe ich allerdings stark aus. Wir müssen niemanden operieren, nur weil es aus kommerziellen Aspekten geht. Und ein derartiger Eingriff, um den reißt sich niemand. Mein Vater wird halt nie wieder so laufen können. Und ja, das ist leider so ein Traum, der nicht in Erfüllung gehen wird. Sie ein Stück nach hinten bitte, nur ein ganz kleines Stück hier. Danke. Und bitteschön. Und los geht's. Und bitteschön. Und einfach ein bisschen verweilen. Genau, danke schön, bitte. Könnt ihr auch gut voll machen. Und los. Dankeschön. Hilfreich. Nein, hilfreich. Ich habe nur, wenn ich mich mal aufstelle oder aufrichte, aber wann nutze ich den mal? Ne? Also hier im Haus ist der sowas von unbequem und so auch kantig. Da kann ich weder mit dem Rollstuhl mitfahren noch sonst was. Ich kann damit nicht ins Badezimmer, in die Dusche oder sonst was. Ne? Also da bin ich immer weiterhin auf fremde Hilfe angewiesen. Ne? Also macht da meine Frau mit dem Waschen und da kann ich den Schuh einfach nicht nutzen. Ne? Und den hier abends beim Fernsehgucken anzuziehen, um da mal 3 Schritte zu laufen, bringt es auch nicht. Ne? Das für Sie? Also die Bedeutung war schon sehr groß. Also wie ich das erste Mal, sag ich mal, wieder in die Senkrechte kam, wie ich mich nach der letzten OP dann mal richtig hinstellen konnte, was vorher gar nicht möglich war, da habe ich gedacht, ich bin 2,50 Meter groß. Ne? Da ist so, man hat immer nur noch jetzt die Perspektive im Sitzen. Und wenn man sich dann mal gerade hinstellt, dann sieht die Welt auf einmal wieder ganz anders aus. Ne? Bitte schön. Aber genau. Thank you.
und stoppt. Ja, wie gesagt, wir haben das Teil im Sommer mal getestet. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber ich saß halt nur auf dem Beifahrersitz und konnte zugucken, wie meine Frau da halt die ganzen Arbeiten macht. Und da haben wir dann gesagt, also das ist für die Zukunft ist der Traum gestorben. Also das funktioniert halt nicht so, wie wir uns das mal vorgestellt haben, wie ich noch laufen konnte. Ich war da also wirklich sehr euphorisch. Ich hatte mich gefreut und denke, mein Gott, jetzt mal endlich wieder richtig laufen, gleich lange Beine, wenn es auch mal ein Zentimeter ist oder so. Das ist aber ein ganz anderes Laufen dann, als wenn man da mit 8 Zentimetern Beinverkürzung rumläuft. Und das Einzige, wenn der Arzt reinkam, der hat dann auf einmal nach der zweiten, dritten Operation, dann hat er sich, der hat immer nur auf meine Beine geguckt, und war dann stolz, ach guck mal, jetzt sind sie gleich lang, jetzt haben wir es geschafft, aber dass da oben alles schief gegangen ist, dass das der größte Fehler war, jeder Orthopäde sagt also maximal 4 Zentimeter sind machbar, und der hat 8 geschafft, und das war mein Verhängnis, weil er auf Teufel komm raus unbedingt die 8 Zentimeter schaffen wollte, tief, also was er mir da versprochen hat, da konnte ich ja nur der Operation zustimmen. Das wäre eine hundertprozentige Verbesserung meines Lebens gewesen. Gut, man lebt, ja, aber man steigt morgens aus dem Bett und geht in den Rollstuhl rein und abends aus dem Rollstuhl wieder ins Bett. Also den ganzen Tag sitzt man in dem Dingen. Man kann hier nichts mehr machen, man kann hier ein bisschen durch die Gegend fahren, ja, okay, aber dann kommen die täglichen Probleme der Rollstuhlfahrer. Sie kommen irgendwo nicht rein, dann haben sie 3 Stufen. Und, wir waren im Urlaub, ja, wir haben direkt am See gewohnt. Ja, meine Frau ist schwimmen gegangen und ja, ich saß da auf der Wiese und habe mir die ganze Sache halt angeguckt. Und dann sucht man sich irgendwelche Restaurants, wo man halt auch mal mit dem Rollstuhl rein kann, wenn man nicht gerade draußen sitzen kann. Und ich kann nicht mehr richtig Auto fahren. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Wohnmobil. Und da ist das ganze Leben, hat sich sowas von verändert und im Negativen hin. Also es ist kein wirkliches Leben mehr. Es ist einfach nur, man lebt halt, man ist da und muss halt sehen, wie man klarkommt. Ja, ich sag mal, was ich dem Arzt sagen würde, möchte, das würde ich hier vor der Kamera jetzt nicht sagen. Aber man ist doch verdammt wütend, man ist sowas von enttäuscht und sauer und man möchte ihm so die Meinung sagen. Aber wie gesagt, man muss langsam. Ich war in einer Phase, wo ich schon an Selbstmord gedacht habe, aber keinen mehr so zur Last zu fahren. Das war ja die letzten 3 Jahre, das war ja die Hölle auf Erden. Nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Familie, besonders für meine Frau. Wir haben alles zusammen gemacht, wir sind seit 37 Jahren zusammen, und dann kriegen sie so eine Scheiße, Und da ist das Leben irgendwann vorbei, Also das normale Leben, Man ist halt wirklich, ich habe Pflegestufe 1, man ist ein Pflegefall, Also das ist nicht mehr so, wie es mal war, Wenn man das im Nachhinein gewusst hätte, dann hätte man gesagt, ich lasse das nie im Leben machen, Dann laufe ich lieber ein bisschen mit Schmerzen, aber ich kann laufen. Und jetzt ist alles zu spät, alles vorbei. Das ist einfach gesagt, die Unterstützung durch meine Familie. Die haben mich immer wieder aufgebaut und gesagt, komm, wir schaffen das, wir gehen da durch. Und naja, das war dann halt die Stütze, die ich brauchte. Komm. Ja, traurig, dass er so weit gegangen ist. Dass er nicht, wie gesagt, schon nach der ersten oder zweiten gesagt hätte, wissen Sie was, ich kann es nicht machen, das ist zu gefährlich. Man wird dann im Rollstuhl landen. Oder er hat ja wohl auch gesehen, dass er gar nicht mehr laufen konnte. Die haben ihn ja dann schon so eine Schiene, weil der Fuß ließ sich nicht mehr abholen. Und dass man dann noch weiter operiert hat. Also das verstehe ich nicht. Wer das? Tja, das war mein Mann wieder ein bisschen lang. Sonst mal den Arm nehmen können oder auch mal.
bisschen tanzen. Ich meine, wir haben nie viel zusammen getanzt, aber da konnten wir noch tanzen. Jetzt nicht da, wer weiß, wie Rock'n'Roll oder so, aber so. Und dass er auch ein bisschen mehr Lebensmut hat, weil das hat ihn total verändert.